Da könnt ihr euch drauf freuen. Das heißt, ihr seht, es wird nicht langweilig. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Loonshine. Nach langer Zeit endlich mal wieder mit dem Max. Hallo, aber so lange ist es jetzt von der letzten Folge gar nicht her. Ja, aber dass ich aufgenommen habe. Ja, das stimmt. Nach dem Intro seht ihr gleich, was wir heute Tolles für euch vorbereitet haben. Bis gleich. Was ist das denn? Warum ist das Bild jetzt so klein? Habe ich nicht angepasst. Egal. Hallo? Jetzt. Ich kenne mich schon gar nicht mehr aus mit meinen Knöpfen. Okay, wir haben uns überlegt, dass wir mal das ausprobieren. Ja, wir haben uns natürlich gar nichts überlegt. Das macht, das kommt doch. Kommt doch alles automatisch hier. Und zufällig. Ja, bei mir sieht man aber, dass ich da drauf drücke. TH unklare Lage, was soll das jetzt sein? Ja, keine Ahnung. Ich schicke das aber mal von der 1er bei HLFs hin. Ja. Ich schicke mal Polizei hin. Und ein RTW. Ich hätte die vielleicht woanders hin stellen sollen. Ja, es ist, glaube ich, hier in dem Bierzelt drin. Die Lage. Mir's an mir steht da, Max. Da steht mir's an mir. Wo? Auf dem Zelt, am Eingangstür. Dürr. Gibt's Sauerkraut? Ich spring immer wieder zu den scheiß Autos, warum? Sauerkraut, Steak. Mir's an mir, jawohl. Bier und Sausage. Alles klar. Mir's an die Bayern. So, jetzt müsste eine kleine erste Lage kommen, wenn das erste Auto ankommt, oder? Ein okay. Patient. Und drei Patienten. Aber was drei ist, Patienten. Aber warum ist es jetzt technische Hilfeleistung? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Was soll da die Feuerwehr? Mal ganz ehrlich. Jetzt auch nicht ganz. Dann schick doch mal einen Polizeiwagen von dir noch mit. Das ist auch ein Polizeiwagen. Kannst du mir bei Befragen helfen? Okay. Die Feuerwehr muss die Erstversorgung übernehmen. Okay. Du bist noch nicht da, oder? Kommt gerade an. Bleert. Ich glaube, bis meine Polizei da ist, sind alle Zeugen befragt. Das kann gut sein. Da-da-da-da-da-da-da-da. Kann ich jetzt noch einen zweiten Notfallkoffer ausrüsten? Deine Feuerwehr ist gerade durch den Zaun gelaufen, was die Feuerwehr alles kann. Tja, siehst du mal. Also die ersten beiden vorne, die halt versorge ich gerade. Ist erstmal auf den Boden hingeschmissen, die Leute. Schau mal, oben links steht Anrufer melden Feuerschein, dieses Ausmaß ist unbekannt. War das noch von vorher oder? Nee, ist das jetzt? Ja. Ich sehe da keinen Feuerschein. Sehe da auch nichts, was zu löschen wäre. Und eventuell, wenn der Erste, den mein Feuerwehrler behandelt, der könnte jetzt gleich schon fertig sein. Ja, habe ich mir auch gedacht, deswegen rüsten die schon die Trage aus bei mir. Jo, dem geht's gut. Geil. Tja, das schaut auch neu aus. Meine Polizei hat auch nicht mehr wirklich was zu tun, oder? Warum steht auf dem RTW jetzt Notarzt drauf? Muss man das verstehen? Weiß ich nicht. Da ist kein NRW drin. Das ist kein NRW, das ist ein... Da steht überall Welchen? Notarzt drauf. Notfall, Rettung, Notarzt.
Steht auf allen drei drauf. Das ist doch eine Frechheit. Es gibt auch gar keine Notärzte mehr. Wo? Macht Spaß. Achso. Jetzt habe ich mich schon gefreut. So. Alles klar. Ja, ich schick mal alles wieder heim, weil. Ne? Ich auch. Aber was jetzt? Die Polizei hat nichts rausgefunden, oder was? Was haben denn die Patienten überhaupt? Achso, warte. Vergiftung. Was? Ja. Fischvergiftung oder was? Na, keine Ahnung. Wieso ist das jetzt eine THL-Lage? Also. Verstehe ich auch nicht. Hä? Aber dann können wir gleich den nächsten Einsatz machen, oder? Ja, ja, hau raus. B3, Dachstuhlbrand. Die Kühe daneben. Ach du Scheiße. Wo sind wir da? Oh, die 23. Mit Personen eingeschlossen. Gefragt. Und da ist richtig Stau. Warum ist da so ein Stau? Weil da noch ein Polizeiauto vor mir steht. Witzig. Warum steht es da? Habe ich das von vorhin vergessen, oder was? Schick mal okay. Auch ein bisschen Polizei und hin. Den Abräumhälter ab. Und da Personen eingeschlossen sind. Was ist denn dann die nächste Wache? Die Vierer. Ah ne, ist eine Polizeiwache. 21. Das ist der. Also ich werd mal probieren, dass ich die TLFs alle auf die Rückseite vom Gebäude schicke. Logischerweise. Ah, das Rote Kreuz hat hier so hässliche Rettungswege. Sieht auch schon wie KTWs. Ah. Okay. Ich meine, wie viel da jetzt drin sind, wie viel. Wie viele Patienten da drin sind. Den Abräubehälter stelle ich jetzt mitten auf die Kuhwiese. Brauchen wir die Luftaufsicht, Behörde NRW? Was? Ja, kann ich doch schicken, die Luftaufsichtsbehörde NRW. Ich brauche KDOWA und ELW01, oder? Wie war das? Das ist jedes Mal auf der dasselbe. Map ist, glaube ich, das ELW301. Ah ja. Und den KDOWA, glaube ich. Weißt du, was mir fehlt? Zum Verkehrssicherungsanhänger. Das hätte ich noch gern. Ja, das wäre tatsächlich cool. Weil ich. Obwohl, ich glaube, das kann sogar. Die Stadtwerke können das, aber die hast du. Ah. Und was kann das noch? Der MT. Ach, Scheiße, die müssen ja erst da rein und die Leute rausholen anscheinend. Die können ja gar nicht löschen. Ja, wie wär's mal mit Leuterettung? Menschenrettung? Ja, ich bin schon dabei. Na, kannst du mir die auch gleich bringen. Bleib in der LNA. Oh, der ist sogar das losgefahren, der LNA. Ich habe noch zu wenig Kräfte da. Hinten fängt das Feld an zu brennen. Uiuiui. Brauchst du die Werkfeuerwehr? Nee, das müsste gehen. Die ist hier gleich ums Eck. Alter, was machst du für ein Blaulichtfest da? Ja, klar. Ja, weil die da so kreuz und quer fahren. Schau mal, wie schön geordnet das hier beim Roten Kreuz zugeht. Tada! Ich glaube, das waren schon alle Leute. Nee. Wie viele? Wieso kann ich da jetzt? Warte mal. Da ist immer noch das Ausrufezeichen drauf. Ja, ja. Ich schick rein. Du musst sie mir auch bringen, gell? Ja, ja. Ich habe Zeit. La la la. Und Max am Arbeiten zu.
Drei Patienten sind es, oder? Okay. Insgesamt, ja. Brauchen wir noch einen RTW? Nee. Wo soll ich die hinlegen? Auf die Kreuzung. So. Okay, kommen. Alter, jetzt kommt aber der EW3. Den hast du geil platziert. Den hat richtig gut geparkt. Ja. Richtig gut geparkt. Da kommen die Patienten angerollt. Vergiss nicht die Artenschutzlogistik. Ja. TDSEG-Verpflegung bräuchte man jetzt auch. Hast du es gesehen? Da war oben kurz ein Fenster. Achtung, ja, deine Einsatzkraft wird angegriffen. Ja. Hast du ein Flugzeug gemacht? Ja. Oder? Ja. Deswegen brennt es ja auch nicht mehr. Oder passt nicht mehr. Ah, stimmt. Da steht sogar mitten ein Hydrant im Feld. Das ist aber selten. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Sehr spannend. Kannst du deine Feuerwehrler bitte wieder wegschicken? Jo. Hast du die alle in der Ablage blau gelegt? Ich hab die einfach, da war ja dein Feld noch nicht da, als ich das angeklickt habe. Okay. Der hat auch nicht so eine Verkehrsabsicherung auf dem Dach. Wer hatte das denn auf dem Dach? Oder war das irgendeiner von meinen KDOWs, glaube ich. Ah ne, es war die Autobahnpolizei, Polizei? War das, glaube ich, ja. Die Autobahnpolizei, du hast zwei MTVs. Stimmt. Natürlich hast du genau die, du. Könnte ich so schön Straße absperren spielen. So. So. Alles erledigt. Ja, ich habe auch gleich alles erledigt. Hier war jetzt der Arzt, der mit der weißen Hose, oder? Ja. Wie heißt der? Henry Müller. Was ist das eigentlich? Die Juanita. Wer ist die Juanita von denen? Die haben alle einen roten Kreuz auf dem Rücken. Ach nee, der nicht. So, einmal kurz das Löschflugzeug geschickt und schon ist Feierabend hier. Ja, Patienten sind auch schon am. Ah, die Polizei muss die Wohnung noch wieder verschließen. Gut, dass ich so viel Polizei geschickt habe. Warum löscht denn du jetzt da eigentlich immer noch, mein Junge? Vielleicht kühlt er. Da ist, soll aber nach Hause fahren. Da ist ein Burger King. Wird auch noch genauso geschrieben. Haben die da Copyright bekommen oder was? Drive-in. Guck mal, wo der Drive-In ist. Da kommt man im Auto gar nicht hin. Wo ist denn der Burger King? Ach, da. Direkt eigentlich geil, dass man jetzt noch was zum Essen holen könnte. Ja, da ist aber gerade Baustelle, oder? Nee, sieht nur so aus. Wo ist der Drive? Bei dem grünen Auto, da wo dein Abrollbehälter ist auf der Seite. Ach so. Da steht Drive-In. Das, ja gut, du kannst einmal reinfahren, ja. Drive-In. Ja. So. Ja. Ne? Ja. Das war mal eine schnelle Rettungsaktion, würde ich sagen. Das ging jetzt richtig fix. Schnell und sauber.
Tür ist auch zu. Perfekt. Alter, was ist denn hier los? Da steht ein Bus quer, Max. Wo? Bei deinen Feuerwehrautos. Alter, was macht der da? Vor der Wache 23. Hast du von denen jemanden benutzt? Ja. Aber nur ein Harlef, glaube ich. Und eine DLK. Kannst du nochmal mit dem Tür abmachen? Irgendwie konnte man... Ja, Left Shift, oder? Ah, da. Oder irgendwie so. Naja. So. Ja, oder? Alter, und das alles in 15 Minuten. 2 Einsätze. Schau mal her. Ja, und vor allem wie, Alter? Einsatz beendet, die Verbindung wurde unterbrochen. Du hast die Spiellobby verlassen, steht hier. Ja, anscheinend hat es mich rausgehauen. Okay, wenn du nicht willst, dann halt nicht. Ja, ich habe halt keinen Bock mehr. Leute, seht ihr das? Der Flughafen, der kommt bald dazu. In Brandstedt. Ja, das haben sie doch schon vor einem halben Jahr gesagt. Nee, ist nicht so lange her. Okay. Da haben sie gesagt, es kommt der Flughafen in Brandstedt. Wir haben jetzt schon Brandstedt gespielt, gell? Ja. Wir haben Brandstedt gespielt, ja. Ja. Da könnt ihr euch drauf freuen. Das heißt, ihr seht, es wird nicht langweilig, weil wir nämlich immer neuen Content bekommen von diesen lieben und netten Mod-Entwicklern. Entwicklern. Ja. Genau. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da und aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder bei Lüdenscheid. Ciao. Ciao. Ich habe so was gewartet von dir. Ach ja.